Yeah, fair play, lass dich nicht unterkriegen. Denn auch wenn du nicht mehr weiter weißt, fair play heißt auch, dass man sich an die Hände reicht. Heißt nicht, dass man vorübergehend nett ist. Fairplay heißt, dass man gemeinsam durch den Dreck geht. Heißt auch, dass man sich stets an feste Regeln hält. Fairplay heißt, dass man seine Gegner nicht als Feinde sieht. Soll nicht heißen, dass wir gleich die besten Freunde werden. Es heißt, dass wir uns respektvoll verhalten werden. Doch der springende Punkt liegt in deinem Interesse. Willst du, dass wir uns bekämpfen oder dass wir unsere Kräfte messen? Nein, es ist nicht nur das Sinn. Es ist die innere Haltung, die dein Leben mitbestimmen wird. Denk mal drüber nach, was dir wichtiger ist. Ein scheiß rote Karte oder dass du dieses Spiel gewinnst. Sei gut zu deinen Leuten und führ sie zum Siegen. Nimm dir Kraft und den Willen, Affe, Image, das Team. Sein und fühlt sich wohl in deinem Team. Denn allein durch euren Teamgeist bringt ihr zum Sieg. Aber glaub mir, mein Freund, Fair Image ist nicht nur das Markenzeichen. Es bringt die Spieler dazu, dass sie sich die Hände reichen. Wir sind keine Feinde und sind bestimmt nicht im Krieg. Wir sitzen alle in einem Boot. Hör mir zu und denk mal nach, was für uns wohl besser wäre. Willst du nur ein gutes Spiel oder dass wir uns bekämpfen werden? Ich kann dir beide Seiten bieten, doch wär's wohl nicht Sinn der Sache, wenn wir uns bekriegen. Doch vergiss nicht, auch wenn der Druck auf deiner Brust dir die Luft abschnürt, hast du trotzdem nicht verloren, denn dein Team gibt dir die Kraft und sind da, wenn du sie brauchst. Auch wenn alles schicke reißen soll, löst es sich Nebel auf und mach dir keinen Kopf, denn gemeinsam sind wir stark. Das ist einer für alle, alle für einen, wir sind für dich da.